wieder in Dark Souls. Willkommen. Diesmal bin ich leider alleine, beziehungsweise verfolgen mich die beiden Geisterstimmen in meinem Kopf. Geisterstimmen. Ja, wir können hier leider keinen Koop machen. Bin wieder am Start des Spiels. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Wir werden es herausfinden. Wie erwartet sind die Standardgegner nicht sehr schwer. Naja, das sind schon gepimpte Versionen. Das ist ja, schon aber ziemlich. Die gehen mit einem normalen Hit sofort down. Nice. So. Was erwartet mich? Vasen. Vasen müssen kaputt gerollt werden. Ich finde, jedes Spiel muss einen Soll Gegenstand haben. Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Der wäre. Gut. Mach mal deine Bubbles und lauf mal in die Mitte der Arena. Achso, fall ich wieder runter. Bubbles, kommt her! Ach, dir ist das schon passiert? Ja, klar, wir sind doch schon mal hier runtergefallen. Irgendwo bin ich schon mal runtergefallen. Ach, okay. Hier ist unser Freund. Ja gut, dann wird das die Stelle sein. Hey, geh weg! Die Version von dem ist jetzt ein bisschen härter. Joa, meine Bubbles sind kaputt gegangen, weil ich gegen ihn gelaufen bin. Wir haben keinen Schaden gemacht. Ah, damn. Er ist down. Oh, sehr nice. Ja, meine. Sehr, sehr gut. Fünfmal die Kugeln und das war sein Ende. Ja, nicht schlecht. Der ist schon ein ziemlich harter Kill. Graue Scholle. Der hat schon. Ja, ich hab oh geil, noch eine Scholle. Ich hab den halt 20% AP abgezogen mit jedem Treffer. Das ging halt doch schon ganz gut. Boah. Ich liebe diese Kugeln. Ja, geil, man muss nicht mal zuhauen. Weil man steht einfach so faul rum, macht hier die Kugeln an, so flug und man lässt die Kugeln einfach die Arbeit machen. Ne? Man muss nichts machen. Eigentlich schon. Ja. So, wo geht's denn hier raus? Ist hier bestimmt nur eine Leiter. Ja, halte Ausschau nach einer Fackel. Ach da, seh sie. Ich seh sie. Respawn die Dark. Die Black Knights dort? Nee, ne? Nein, die okay. Respawn, die respawn nicht. Aber du hast es jetzt quasi schon gespoilert, Heather. Es sind ein paar neue Gegner in diesem Gebiet. Oh ja, da ist ein Black Knight, der kommt auf mich zu. Ah, stimmt, Heather war ja dann noch nicht da. Okay, alles klar. Roda Brogge! Da ist er, Roda Brogge. Nee. Roda Brogge? Roda Brogge. Kamerasteuerung. Ah, cool, ich lerne die Kamerasteuerung. Ist aber praktisch. Endlich, endlich sagt mir mal einer, wie es funktioniert. Ah. Merkwürdige Puppe. Okay. So. Sehr schön. Wo ist das? Was ist das für ein Ding? Ich glaube, das muss ein Schlüssel-Item sein. Das ist ein Schlüssel, ja. Püppchen, kleines Püppchen. Ah, merkwürdige Puppe. Eine merkwürdige Puppe mit seltsamem Kleid. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Okay. Wo komme ich damit hin? Und will ich dahin, womit man damit hinkommt? Bin mir das ja, schon nicht so sicher. Ja, du willst, dass ich dahin gehe. Ob ich das will, ist eine ganz andere Frage. So. Irgendjemand hier? Ah, R3 drücken, Ziel fixieren. Ah. Praktisch. Oh, hat der Boss eigentlich gerade dir den Ost- oder West-Schlüssel gedroppt? Ne, den hast du auf dem Dach irgendwo gefunden. Hab ich schon gefunden. Ja, schon hier. Den hattest du schon vorher genommen. Die kenne ich schon. Genau. Genau. Mhm. Und das war's jetzt im Wesentlichen in diesem Gebiet schon. Was? Ja. Mehr gibt es hier nicht zu holen. Du könntest jetzt natürlich nochmal zurück zum Nest. Da war ja rechts, wenn du vor dem Nest stehst, war ja noch eine kleine Abzweigung an einem Cliff, wo das Nest der Raben ist. Von Snuggly. Von der Krähe. Eine Sache kann er aber auch noch machen. Entschuldigung. Oh, sorry. Ich habe gerade unseren Freund gefunden, der hier gestorben ist, glaube ich, oder?
Ja, den solltest du auch machen. Richtig. Puh, hat er mich gerade ein bisschen erschrocken. Ja. Und mein Wappenschild. Und wenn du bei ihm bist, geh noch mal. Achso, lies erstmal das Wappenschild, mach erstmal das fertig. Der Schild eines namenlosen Kriegers, vielleicht eines hochrangigen Ritters von Astora. Eine der verzauberten blauen Schilde. Der Wappenschild reduzierte Magieschaden beträchtlich. So, jetzt gehe ich wohin? Wo? Hast du gesagt? Erinnerst du dich an die Stelle, wo die Kugel ursprünglich runter fiel? Wo die Kugel jetzt nochmal runterkommt, ja. Genau. Da bist du ja mal hochgegangen und durch die Nebelwand durch zum Boss. Richtig? Mhm. Wenn du nicht links durch die Nebelwand gehst, die nicht mehr da ist, der fällt mir durch einfach runter, sondern geradeaus weiter gehst, da war ein Tor, das war vorher verschlossen. Den Schlüssel erfüllen hast du jetzt. Ich mach das auch nur zum Komplettieren, weil das Item, was es dahinter gibt, das hast du schon. Weil entweder Nuki oder ich, einer von uns beiden, das für dich gedroppt haben. Wahrscheinlich ist es der Ring, um im Wasser zu laufen, oder? Ja, genau. Ich hab mich selbst gespoilert. Yes! Super. Ja, verrosteter Eisenring. Nice. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, auch fertig. Sehr geil. Mal eben schnell was. Naja, also willst du jetzt die Puppe ganz gerne benutzen, Nuki? Nee, noch nicht. Heather soll mal bitte zu Snuggly der Krähe gehen. Ah. Oh, aber der lebt ja wieder. Vielleicht bin ich war am Bonfire. Tötest mich nicht! Ich laufe auch gerade falsch. Oder geht's noch zurück, oder? Ich glaube, hier geht's zurück. Ah, hier ist das andere Bonfire. Ja, ich erinnere mich an wieder. Das sind echt viele Bonfires. Ich will mal kurz gucken, um mein Gedächtnis zu. Ah ja, genau. Nee, lauf, ich war gar nicht falsch. Ah, ich war sogar richtig. Mega nice. Nice. Aua! Ich sterb doch einfach mal. Welcher Ausgang ist denn richtig? Der da. Also ich fliege zurück zu... Ne, gar nicht. Snuggly war die Krähe, die hier rechts irgendwo sitzt, ne? Genau. Ticken ja mal durch, die Leute, ey. Mann. Wo war denn Snuggly? Schnaggeli. Ah, da. Da ist sie ja. So. Was gebe ich so? Hier? Und wenn du jetzt im Nest drin stehst, dann legst du dort mal bitte die Sonnenlichtmade rein. Den Helm. Mein Helm. Einen so schönen Helm. Wie geht denn das nochmal? Hä? Ablegen. Aber nicht im Ausrüstungsscreen. Jetzt musste ich irgendwie resetten, ne? Genau, aus dem Spiel komplett raus und wieder rein. Also Hauptmenü und dann neu laden. Wusch. Sprechen wir noch Spaß. Alter Hexenring. Ja. Nanu. Wo bist du?
Der Ring einer alten Hexe. Der Ring trägt eine feine Inschrift einer seltsamen, nichtmenschlichen Sprache, doch ist anscheinend nutzlos. Das glaube ich. So, und jetzt ans nächstbeste Leuchtfeuer hin. Ah, bei mir geht gerade ein Riesenlicht auf. Ah, kann ich nicht. Nee, warte mal. Was kann ich denn? Bei Heller nicht. Dachte gerade, aber nee, mein Gedanke, den ich hatte, das geht nicht. Was passiert denn damit? Kann ich damit mit der Spinne unten reden? Ja. Yep. Ding, ding, ding. Also Chaos. Sehr gut. Tochter des Chaos. Ich bin so schlau. Der breit dich in. Ah, mit dir macht das wenigstens Spaß, Hedder. Du begreifst solche Sachen. Das war sehr schmeichelhaft. So. So, und jetzt leg mal den Ring an und führ mal eine nette Unterhaltung. Und Captain Obvious. Quaylag, my dear sister. Quaylag, what is it? Oh, sie glaubt, ich wäre ihre Schwester. Richtig, Quaylag, sie ist blind. My dear sister. They've gone still. I am afraid it may be too late. I am so sorry, dear sister. I'll be fine. I have you, dear sister. But promise me that you will take care of yourself. I'll be fine. I have you, dear sister. But promise me that you will take care of yourself. Oh. Ist ganz schön traurig. Was ist denn mit ihren Eiern? Alle kaputt oder was? Goodbye, Quaylag. It was so very nice to chat. Rede mal jetzt mit dem Eiträger, der in seinem Raum ist. You speak the tongue of the fair lady? Well, do not be rash with your pride. You have yet to earn my trust. If you try anything funny with the fair lady, there will be hell to pay. There is no time for idle chat. Think only of our fair lady and what she may need. There is nothing to say to you, except if you lay a hand on the fair lady, you should be prepared to face my wrath. There is nothing to say to you. Aha. Was hast du Mann? Ach, er kann Pyromancy jetzt? Ich kann mir meine Flamme verstärken. Ja. Du hast doch diese Pyromantie bekommen, Giftwolke, ne? Ja. Und als du die Beschreibung durchgelesen hast, war dort von einem gewissen Ingi die Rede. Ah, ja, das ist der, genau, ja. Stimmt, das hatten wir schon mal, dass er so das heißt. Das ist Ingi. Das hatten wir schon mal. Ich habe mir gerade mal diese Liste gekauft, wo man die Diener der von ihr anschauen kann. Das ist einfach nur das Online-Register, oder? Wahrscheinlich haben die alle Höchstpunktzahlen. Nee, gar nicht mal. Geht aber ganz schön steil ab hier. Platz 10, der ist schon... Also der erste hat 60.000, Platz 10 hat 9.500. Schon ein Unterschied. Das ist schon alles wieder gefaked. Ich fand das gerade lustig, von wegen schmeiß dich nicht zu voreilig in ihre Brust. Oder was? Nein? Oder in die Brust, nicht in ihre Brust. Hat er gesagt, er schmeißt sie nicht zu voreilig irgendwie in die. Oder halt irgendwas mit nicht zu voreilig in deine Brust. Ich fand das ein bisschen so. So war das nicht gemeint. Okay. Es gibt einen Dialog, den du bei Ingi triggern kannst. Das ist jetzt aber, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht ein bisschen ungeschickt, weil das tatsächlich ein paar Minuten dauern kann.
Ja. Und zwar erzählt dir Ingi dann die Geschichte von der Fair Lady. Ah. Und zwar, dass die Fair Lady diese ganzen Eier und diesen ganzen Schund sozusagen in diesem Sumpf aufgenommen hat, um diese ganzen Eiträger zu retten. Und das war das, was sie so krank gemacht hat. Und Quelaag, das erzählt er auch noch, Quelaag wollte eigentlich die Fair Lady davon abhalten, hat das aber letztendlich nicht getan. Und jetzt ist sie halt krank und Quelaag beschützt sie. Und damit es ihr eben besser geht, gibst du ihr halt Menschlichkeit. Ah, so hängt das zusammen. Genau. Genau. Ah. Und die Fair Lady ist blind, wie wir ja gerade eben festgestellt haben, weil sie sieht klar und deutlich nicht, dass wir Quelaag sind. Der Grund aber, warum sie uns für Quelaag überhaupt hält, ist, weil wir in der Lage sind, mit ihr zu sprechen. Ja. Also können quasi mit der Stimme von Quelaag mehr oder weniger, zumindest in der Sprache von den beiden reden. Vielleicht sogar, genau. Vielleicht sogar mit der Stimme ihrer Schwester wegen dem Ring, weil der Ring kommt doch von Quelaag, oder? Also ist halt ein Hexenring. Also entweder ist es halt von der Tochter des Chaos oder von der Hexe des Chaos selber. Ja. Hm. Weil wenn wir mit einer anderen Stimme sprechen würden, dann müsste sie es ja eigentlich auch erkennen. Also eigentlich müssten wir sogar schon mit der Stimme ihrer Schwester reden. Aber ja, vielleicht ist das. Mhm. Das Spiel das auch nicht ganz so genau an dem Punkt. Genau. Wo muss ich denn jetzt hin? Wenn du willst, können wir mal zu einem anderen Zeitpunkt mal gerne den Dialog triggern. Ja, gerne. Aber gerne. Das machen wir nächstes Mal vielleicht. Ja. Ja, genau. Jetzt, wenn wir so knapp mit der Zeit sind, von wegen halbe Folge und so, würde ich dich jetzt mal bitten, zum Finstermondgrab zu teleportieren. Ja, auf dem Weg. Wie geheißen? Ich teleportiere, so schnell ich kann. Ah, Arnon. Da hockt ja was. Nee. Das hockte da vorher schon, ne? Ja, ist aber ein Item gegeben. Okay, ich bin da. Gut, dann läufst du jetzt raus. Gibt ja auch nur den Weg. Ja, das ist so nicht ganz richtig, aber das ist ein Punkt, den heben wir uns für irgendwann später auf. Aha, da öffnen sie also noch was. So. Nehmen wir mal eben mein Türmchen runter. Genau. Okay. Auf welche Etage muss ich denn? Nur eins hoch bis zum Schalter, aber nicht den Schalter betätigen. Naja, also. Wir gehen jetzt eine ganze Menge Sachen durch, die du früher schon richtig kombiniert hast zum Teil. Das ist jetzt auch wieder etwas, wo du schon das Richtige gesagt hast. Ach, wir gehen in das Bild rein. Ah. Ja. Genau. Wo treffen wir uns denn? Im Bild, okay. Dann weißt du jetzt, wie du da hinkommst. Dann setz mich mal in Bilde. Hey, der holt jetzt das Bild vom von der Wand, legt es auf den Boden, setzt sich drauf. So, da bin ich. Genau. So blockst du das? Also sagen wir es mal so. Es ist ja möglich, die Puppe zu bekommen, bevor du nach Anor-Londo kommst. Von daher ist es ein Ding, was viele Spieler sich so nicht zusammen kombinieren können, weil das bei denen automatisch passiert. Oh, das wäre aber schade. Bei denen passiert das ja automatisch, wenn sie das Bild untersuchen. Das ist ja bei Hedda jetzt nicht passiert. Aber wenn du mal die Gegner dort alle in dieser Galerie getötet hast und vor dem Bild stehst, dann schau dir mal das Bild genauer an, Hedda. Mhm. Ja, die sind leider sehr flink und deswegen treffen meine Zauber so schlecht. Deswegen mache ich mal ein bisschen. Ist auch Verschwendung eigentlich mit meinen Kugelchen. Alles nicht schlimm, du kriegst gleich wieder Kugeln. Wenn das so ist.
Hey, Kugelzauber ist einfach super. Ich liebe ihn. So, das Bild. Wir haben eine Brücke. Die geht da irgendwie so einen Berg rauf. Da oben ist eine Festung. Sollen wir diese Festung bekannt? Genau, und kannst du die Landschaft erkennen? Das sieht so ein bisschen aus wie das Startgebiet. Finde ich, oder? Oder es ist der dunkle Wald. Ja, aber. Nee, oder mal. Ja, aber schau dir mal die Brücke genauer an. Also, liegt da irgendwas drauf oder irgendwie sowas? Nee. Das ist eine Schneelandschaft. Schneelandschaft, genau. Und das ist das, was ich meinte mit vorhin, mit das übersehen sehr viele Leute, weil das bei denen automatisch triggert. Wenn du die Beschreibung von der Puppe durchliest, dann wird ja gesagt, man wird in eine kalte Welt gezogen. Stimmt. Oh Gott. Letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen, ja. Richtig, genau. Und jetzt kannst du mal das Bild untersuchen. Nanu! Da werde ich aber von dem Bild eingesaugt. Ich bin in einer Kunstlandschaft. Ich bin ein Künstler. Wisst ihr, was ich faszinierend finde? Mhm. Sowohl in Dark Souls als auch in Bloodborne gibt es irgendwo in der Mitte des Spiels eine Abkürzung, die zurückführt ins Startgebiet, wo man wiederum einen Schlüsselgegenstand findet, den man an einer völlig anderen Stelle im Spiel einsetzt, damit man zu einem Eisschloss teleportiert wird. Meine Heimat. Das klingt unglaublich spezifisch, diese Beschreibung, aber die trifft ganz haargenau auf beide Spiele zu. Stimmt, da haben wir dich damals getroffen, ne? Richtig. Daher auch mein Name. Wie Blood and Luke of Kanehurst. Also den Namen meinst du? Nein. Nukular kommt ja ganz klar von den Simpsons. Ja, das Wort heißt Nukular. Nukular. So, Fox gerufen. Zwischenzeichen lag cool. Hier mal einfach so stumpf rum. Wir können noch für die nächsten 3 Minuten die Welt unsicher machen. Oh, halbe Folge ist in 7 Minuten vorbei. Okay. Okay. Habe ich den. Oh, kommt schon Gegner. Oh, ich habe den Gegner getriggert. Er trifft mich sogar. Aua. So, ach, Nukulars zeige ich nicht da genau. Hä? Ich habe Nukular. Ne, hä? Ich habe dich nochmal gerufen, Fox. Jetzt kommst du zweimal. Da ist Nukular. Yes. Aber ich kann Nukular nicht rufen, weil Fox Nummer 2 noch gerufen wird. Wo bleib ich denn, ey? Okay, Fox, ey. Was ist mit dem anderen Ich? Warum brauchen das so lange? Jo! Nukular to the rescue. Ich teste auch meinen Zauber. Ah, fast Instant-Kill, glaube ich. Du hast doch mal draufgehauen. Lore-technisch ist dieses Gebiet, wo wir uns jetzt befinden, halt so richtig interessant. Wir werden hier einige richtig interessante Gegenstände finden. Dann steht uns ja bald noch richtig was vor. Also morgen. Pass auf, Schleichweg. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Toll. Fox! Ja? Pack dein Furienschwert aus. Und was? Dein Furienschwert. Okay.
Ah, hier sind Harpien, habe ich gerade gesehen. Aua, oder Kugeln, wie du das gerade genannt hast. Pass auf. Okay. Mach dir mal den, ich komme mal eben hier um die Ecke. Da geht's hoch. Für das, was jetzt. Oh, fuck, okay, ich komme zu euch. Lalala. Oh, hallo. Haha, sehr gut. Ciao. Nein! Vorsicht, Vorsicht! Scheiße, ich bin giftig. Oh, er spuckt Feuer. Er spuckt nochmal Feuer. Oh, Header. Naja, ich hab's gesehen. Kein Ding. Alles easy. Ja, wo meine HP aufpassen? Guck mal eben hier so. Du musst jetzt ein Ding mit Blüte finden. Hab ich denn? Hast du eins? Okay. Ah, wieso hab ich denn nicht zugehauen? Wo war ich denn so nübrig? Hinter uns. Sehr gut. Okay. Der war schon lange tot. Hä? Das geht ja gar nicht. Komm ich denn da hin? Darüber sprechen? Nee, ich zeig's dir gleich. Okay. Oh, eine Ratte. Neues Skin. Auch die Ratten gönnen sich mal ein neues Outfit. Das sind modebewusste Rattentiere. Kauf jetzt mit geht ins Bettchen. Viel Erfolg noch. Alles klar, gute Nacht, Sanja. Wir machen jetzt ja auch sofort hier Schluss. Ist ja okay. Wir sind auch gleich im Bettchen. Ein paar Minütchen haben wir noch vor uns. Ja, genau. Eine kleine Sache zeige ich dir noch, bevor wir dann einen Cut setzen können. Aha. Ja, genau. Da oben war ich gerade schon einmal kurz. Kauf jetzt neue Skins für deine Ratten. Nur 4,99. Boah, voll cool, ey, wenn ich Ratten als Haustiere hätte. Ja, mega. Guck mal in die Luft, also hinter uns. Oh, Harpien. Viele Harpien. Ah, hier muss man runter. Ah, zapp. Ja. Ach, jetzt kommen sie. Ja, toll, jetzt glaube ich runter in die Harpien kommen. Na, super. Ich wieder zu euch kommen. Wir werfen hier ein paar runter. Warst du hier auf dem Balkon? Ja, war ich gerade. Ich glaube, es ist komm ich daher. Gut. Hallo, hier bin ich. Da dürfte irgendwo noch eine Harpie unterwegs sein, oder? Oh, ja. Oh, ich bin tot. Nein! 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 Wir rächen dich! Hä, warum stirbt die nicht? Hä, die stirbt nicht? Ah, die ist schon tot. Erinnert die Harpie dich übrigens an jemanden? An den Schmied aus Teil 2. Ornifex. Ornifex, genau. Witzig. Sind das Ornifex Artgenossen? Ich glaube schon, also es ist auf jeden Fall naheliegend irgendwie, ne? Zumindest sehr, sehr nah. Wer gestorben? Nukula ist gestorben. Genau. Interessanterweise, das ist ein Ding, das sie im Remaster tatsächlich geändert haben. Auf dem Balkon, von dem du gerade von oben runtergefallen bist. Das Item, was auf diesem Balkon lag, das war nicht immer das Item, was du dort aufgesammelt hast. Ich glaube, das war jetzt ein Seelen-Item bei dir. Ursprünglich lagen dort die getrockneten Finger. Ah, okay. Warum wurde das geändert? Wahrscheinlich, weil man, aus Bequemlichkeit wahrscheinlich, weil mit dem Remaster haben sie jetzt auch die Slots für Co-op und Invader erhöht. Und damit du eben so früh wie möglich mit vielen Leuten Koop spielen kannst, beziehungsweise ganz viel PvP machen kannst, haben sie eben die getrockneten Finger als kaufbares Item ganz an den Anfang gepackt, an den ersten Händler, den du triffst. Ah, okay. Ja. Guck mal, da unten ist quasi ein Verdammtsgegner. Ja, stimmt. Richtig, das habe ich auch gedacht. Das ist auf jeden Fall eine Referenz auf Phalanx aus Demon's Souls. Schön, dass du es bemerkt hast. Genau, das ist auch ein Selling Point gewesen für die Remaster-Version, deswegen haben sie das Item weiter in den Anfang gesetzt. Ja, man muss schon einiges bedenken, wenn man mal so ein Spiel remastert, ne? Das ist nicht einfach mal eben nur Texturen drauf und fertig. Da muss man auch das Gameplay ein bisschen überdenken. Stirbt der hier nicht? Weiß ich nicht. Er möchte einfach nicht. Der will nicht, der will bei uns bleiben. Ah, ich glaube, da müssen wir jetzt hier Feierabend machen, oder? Ich meine, ich kann ja aber. Ja. Hey, guck mal, wir können uns ja sogar zu dritt verabschieden. Achso, ja, aber. Nee, ich muss aber wirklich langsam. Komm, ja, gut, Herr Nukular nochmal. Aber morgen sehen wir uns ja schon wieder. Ja, genau, wir machen ja morgen schon weiter. Morgen um 20 Uhr wieder hier an gewohnter Stelle.
Das heißt, das bringt jetzt allen auf YouTube nicht viel. YouTube, ihr seht ja gleich direkt weiter. Wir machen ja im Anschluss sofort den nächsten Part. Das heißt, YouTube, bis in wenigen Sekunden. Bis dahin nicht den Kopf verlieren. Ciao. Ciao. Nicht den Kopf verlieren. Ja. Weiter geht's in der Folge. Willkommen zurück. Ja, sind unsere beiden Pappenheimer wieder hier. Wir haben noch eine halbe Folge vor uns. Das war eine kurze Unterbrechung. Ja, für YouTube war das kurz. Für uns war das 2 Tage. Und gar nicht mal so lang. Oh, der Bot ist aus. Gut, dass du es sagst, dann ja. Du hast bestimmt noch andere Klamotten an. Andere Klamotten als beim letzten Stream? Ich hab Urlaub. Da können wir das nicht garantieren. Nee, aber doch, tatsächlich habe ich das. Ach, solange die Unterwäsche gewechselt ist, ist alles okay. Ja. Genau, nochmal kurz zu erinnern. Ich glaube, wir sind das letzte Mal hochgegangen. Ja, ich schmeiß gerade. Haben diese beiden Vögel gekillt. Okay. Genau, hier waren die Harpien. Oh, da hinten ist ein Item im Fenster. So. Oh, da ist auch noch ein Item. Da müssen wir auch nochmal irgendwann hinkommen. Das Item hier auf dem Balkon haben, oder? Hier ist echt viel los auf jeden Fall. Genau, auf dem Balkon, das haben wir. So. Lol, da ist gerade eine Harpie einfach vom Turm gestürzt. Random. Ist sie gestorben? Ja. Die hat Angst vor. Sie war schon tot, aber sie ist halt einfach umgefallen. Nein, so. Das ist eine Suizid-Harpie. Das ist eine ganz... Oh, Invasion. Oh oh. Saber. Burnout 2010. Hey, bei mir hieß das Saber. Hm? Saber heißt sein Charakter. Burnout ist sein PSN-Name. Oh, wo ist er? Ich kann da eigentlich von hier oben ziemlich viel sehen, oder nicht? Wo ist er denn? Da hinten, aber gegenüber. Das ist ein Feind. Oh, warte. Ich winke ihm mal zu. Ich hab ihn. Ich plunge ihn von oben. Hä? Er ist verschwunden bei mir. Ja, der geht Richtung Start zurück. Okay, folgen wir ihm. Ah, da unten ist er. Willst du, Fox? Oh nein, 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 nein. Das war nicht ich. Ich wollte das Schild haben. Ich habe ja auch gar nicht auf ihn geschossen. Ich habe weit genug weggeschossen. Ja, Fox, das stimmt. Du? Ich? Ja. Ich habe Angst. Komm, hau rein. Ich kann es versuchen. Okay. Ach, ich habe Fox und Nukular vertauscht. Sorry. Ich dachte, Fox stand vorne, aber es war Nukular. Ich habe ihn nur schon mal begrüßt. Dann hätte ich natürlich gesagt, Nukular ist es. Der bringt mich jetzt bestimmt um. Nein, lass uns mal hier auf die Klappe gehen. Das stimmt. Go, Fox, go! Go, 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 go! Death Counter ausgeleitet. Oh ja. Ich habe was anderes gestreamt. Klick. Nein, komm. Klick. Oh ja, der kämpft ja voll. Komm! Den kriegst du, Fox! Mach ihn fertig, Fox! Mal gucken. Ich will ihn tot sehen. Du willst doch mich tot sehen, gib's zu. Ja, eigentlich schon, aber. Und dann will ich Nukular tot sehen und dann will ich ihn besiegen. Geil. Zwei Idioten, ein Gedanke. Die Dauersterbe seiner Texte gelöscht, habe ich eben nicht wiedergefunden. Damit ich nicht so schnell wie mal neu schreiben können. Saber. Komm, der ist fast tot. Den kriegst du, Fox. Kriegst du. Jetzt! Ja! Das war easy. Nein, das war easy. Das Schlimmste, was man gerade noch sagen kann. Das stimmt. Das tut mir leid. Danke für das gute Duell. So. Lieber Burnout. Nukular nur 4 Tode? Ja, kann sein. Wobei? Nee, ich meine, es war insofern easy, dass ich... Ich wollte nur kurz klatschen, es war insofern easy, dass ich kein AP verloren habe, das meine ich. Bei Fox steht 21. An sich war ich gerade mega angespannt. Seid ihr eventuell falsch? Ich war gerade... Sorry, ich quatsche Fox gerade voll dazwischen. Tschö. Sorry, Fox. Nee, ich wollte nur sagen, ich will ihn nicht... ich bedanke mich für das gute Duell und will nicht sagen, dass er jetzt mega easy war. Die Leiche ist lustig bei mir runtergefallen. Also ich war wirklich sehr angespannt, auf jeden Fall. Ich habe das Duell sehr ernst genommen. Ich glaube, Nukulas und Fox Death Counter sind vertauscht im Death Counter. Genau, wie viele Death Counter hat denn Fox jetzt offiziell? Ich habe 3 normalerweise. Nee, wenn du hättest, dann hast du 4. Dann bist du die 4, nicht die 21. Ich habe die nicht künstlich hochgestellt. Okay. Aber ich habe euch beide, dann habe ich die Namen vertauscht bei euch beiden.
bin giftig. Das könnte Fuck, so ein Ach, das kannst du so stehen lassen, das ist alles okay. Macht es ja Sinn, dass ich die kille, ne? Warum? Weil ich hab ein Feuerschwert. Ja. Ich hab... Ja, die halten nicht ein Feuerleben. Ich mach mal kurz das hier. Ja, es geht darum, die machen dann kein Gift, wenn sie mit Feuer gekillt werden. Ah. Ja, in der Folgenpause ändere ich mal den Counter. Dann mache ich auch den Text wieder neu. Beziehungsweise in der, ja, den Weg zur nächsten Folge. Hast du nicht theoretisch auch ein bisschen Feuer? Chaos-Feuerball oder so? Ich hab ein Chaos-Ding. Ich meinte der Header. Ja, theoretisch so. Ja, aber nicht ausgerüstet. Ah, okay. Das geht ja nicht mittendrin. So, gucken wir mal hier. Oh, ja, noch wen gefunden. Nice. Wow. Oh, Item. Es war lustig, mit anzusehen, wie er genau die gleichen Ideen hatte wie ich. Er hat die ganze Zeit auch pariert, wenn ich parieren wollte und andersrum. So, ich geh nochmal eben hier drinnen hoch. Oh, da ist noch so ein Viech. Aber ich glaube, ich habe mich letztlich ein bisschen besser positioniert. Das war, glaube ich, mein Vorteil. Nice. Ja, Zauber sind die dann doch ein bisschen... Ja, wie kommen wir denn da rüber? Oder springen? Ja. Krass. Darüber? Okay, ich blockiere dich mal nicht. Schön, Luke, ich glaube, ich habe dich blockiert. Nee, es war... Das war Hedders fetter Hintern. Was? Boah! Er ist nicht fett. Ja, Hedda, vielleicht sieht er auch nur, vielleicht sieht er auch nur so fett aus in der Robe. Mm. Weiß nicht. Eibeseitiger. Ja. Mm. Yeah. Nukular, nimm noch mal diesen Eibeseitiger. Die Robe macht dick. Quasi ein Entmanner. Ich bin ja auch eine Frau. Eine bittersaure Kastanie entfernt ein Parasitenei aus dem Körper. Die Eiträger haben sich entschieden, der Flamme des Chaos zu dienen. Die Eier symbolisieren diese selbstlose Entscheidung. Diese Kastanien sind naturgemäß verboten, unter bestimmten Umständen jedoch gestattet. Weißt du, von welchen Eiern da die Rede ist? Ja, doch von diesen komischen Kriechern da. Hallo. Hm? Genau, richtig. Ah, hier geht's runter, hier waren wir schon, ne? Nee, waren wir noch nicht. Nee. Ihr seid die Leiter runter, ne? Dann komme ich mal eben hinterher. Oh, warte. Keine Mimik, aber trotzdem testen. Oh, Gemäldehüterkapuze, gemeldete Robe und Handschuhe und. Ist das überhaupt ein neues Zeug? Ja. Wir haben so viele Klamotten, die so ähnlich sehen wie das. Oh Gott, warum ist das wieder ganz unten? Hä, das ist... Aber so. Von den in Alabaster gehüllten Hütern der Gemälde in Anolondo getragener Kapuze bietet sehr guten Schutz gegen Magie. Seit Äonen bewachen sie die großen Gemälde von Ariamis und reichen ihre Pflichten an ihre Nachfahren weiter. Doch an der den Grund dafür erinnert sich niemand mehr. Oho. Ah, interessant. Ich kritzel noch was am Schädel. Cool. Ah, das wird so cool. Ich freue mich voll, neue Emojis zu kriegen. Zumindest schon mal ein. Da habe ich schon mal eine Aufgabe oder ein Ziel für September erreicht. Dass ich direkt jemanden finde, der es auch umsetzt, ist natürlich noch viel geiler. So, Gemäldehüter hüten das Gemälde, also hüten quasi diese Welt hier. Interessanterweise haben wir ja die ganzen Gemäldehüter ja schon getroffen, die ja vor dem Gemälde stehen. Und interessanterweise stehen die alle vom Gemälde abgewandt, sprich sie beschützen das Gemälde. Das steht in der Beschreibung. Ja, kommt noch was oder war das die Erkenntnis? Also nee, man kann das natürlich auch so interpretieren, weil wir werden hier noch einige Items finden, die die Welt etwas anders beschreiben, so als ob etwas davor bewahrt werden sollte, was in diesem Gemälde drin ist. Ah. Also die Frage ist ja, wenn man einen Ort beschützt, immer will man das beschützen, was
drin ist, vor der Außenwelt, oder möchte man die Außenwelt vor dem, was drin ist, beschützen? Es wirkt von der Position der Gemäldehüter eher so, als würden die diese Welt hier beschützen. Hm. Okay, da irgendwo läuft ein Harpier auf uns zu. So, nochmal, Nukular, nur 4 Tode. Ja, haben wir doch gerade schon gesagt, Sanja, es ist falsch rum. Nukular und Fox sind vertauscht. Hast du das nicht gehört? Es wir müssen das nachher mal ändern, in der Folgenpause. Was? Ich höre eine Harpie schreien, wo ist sie? Oh, die kommt von oben. Oh, der ist aus. Amanuki. Da bist du ja letztes Mal dran gestorben an der Attacke. Ja. Muss gerade noch der Attacke. Der Attacke stirbt man echt schnell. Achso, willst du dich da unten erstmal umgucken, bevor wir hochgehen, oder wollen wir hochgehen? Können ja beide Richtungen. Lass uns gucken. Hochgehen. Was ist? Aua. Okay. Oh, jetzt werden die aufgepasst. Ah, ich bin tot. Er fällt runter. Ich hab Schwein gehabt. Nice, die Harpie nicht. Die ist bis unten durchgefallen und hat vergessen, dass sie Flügel hat. Die Harpie kann ja auch nicht so gut fliegen. Irgendwie nicht. Du hast gerade bewiesen, dass du eindeutig besser fliegen kannst. Ich bin die bessere Harpie von uns beiden. Alles nochmal einmal unter mir. Hallo Leute. Ah, nice. Roter Symbol Speckstein. Hinterlässt Invasionssymbol. Hüllen können das Objekt nicht benutzen. Lass dich als Finstergeist in eine andere Welt rufen. Besiege die Rufer und erhalte Menschlichkeit. Einige Geister der Finsternis widersetzen sich dem Abstieg in die Finsternis. An sie richtet sich der rote Symbol Speckstein. Aha. Es klingt für mich gerade so wie Leute, die andere nicht einfach so invaden wollen, sondern lieber ehrenhaft kämpfen wollen. Ja. Oder so. Würde ich mal unterschreiben. So, irgendwo muss ich jetzt hier runtertoppen. Hier. Ja, hier. Bob. Eine Ritterseele. Eine Ritterseele. Ritter? Eine Ritterseele. kann man hier irgendwo auf diesem Ring aussteigen? Nee, ne? Der Ring ist geschlossen. Dann müssen wir nochmal gucken, dann gibt es hier irgendwie unten noch irgendwo war noch ein Item oder nicht. Da war das ganz unten. Nee, doch nicht. Auf der anderen Seite, warte mal, waren wir da schon? Die können wir noch gar nicht hin, ne? Nee, wir sind. Oh, dieses... hier kommt auch eine Harpie an. Die ist wohl runtergefallen oder so. Aua! Au! Aua! Oh, pass auf, danke. Ich sterben. Danke für die Rettung. Das war für uns beide knapp. Merci. Ne, das sieht sympathisch aus. Nee, eben nicht, deswegen will ich da nicht auf die Brücke laufen. Aber da liegt ein Item. Aber da ist ein riesiges Vieh. Ich hab da letztes Mal auch völlig so einen geilen Spot entdeckt. Naja. Den wirst du uns gleich bestimmt verraten. Weiß ich nicht. Ja, doch, klar. So, wir sind am Boden der Tatsache angekommen. Wo die Nichtflieger-Harpien liegen. Okay, die Nebelwand machen wir später. Oder? Ja. Nebelwände. Ja, guck dich hier erstmal. Oh, hey, Tür. Wir folgen dir. Hallo, Tür. Geht nicht. Ah, ja, klar. Na gut, dann müssen wir uns doch dem Riesenbiest stellen. Ich will nicht. Ich hab Angst. So, ich nehme nochmal schnell einen Estus vorher. Also die Stelle, die ich gefunden habe, ist da vorne rechts. Da liegt bei mir auch eine Nachricht. Bei mir nicht. Seht ihr die Lampe rechts? Diese. Also die Fackel rechts? Ja, die direkt bei uns ist, ja. Genau, wenn man davor steht. Da unten. Das Viech wird gleich... Genau, das Viech wird im Prinzip gleich nach vorne kommen. Oh, es kommt schon. Und dann steht eins... Ja, dann steht eins an der Beine hier. Und da ist man relativ sicher. Oh, da kommt muss natürlich was. Trotzdem aufpassen. Hallo, mein Großer! Boah, das... Das ist schon cool. Hier kriegst du mal ein Geschenk. Ah, Mist! Warum geht man da. Warum kann der beißen, bevor man in den Fernkampfattackkugeln kommt? Was ist das für ein Schmuh? Naja, relativ sicher. Man muss trotzdem noch seinen Schlägen ausweichen. Okay, meine Kugeln wollen einfach mal wieder. Nee, wegen der Suppe macht ja Schaden. Ja, von der Suppe ist man halt ziemlich sicher. Und ich bin tot. Nein, das Viech aber auch.
Echt? Wow, guter Schaden. Ja, der Schaden von den großen Sperren war super. Krass. Ah, Nukula. Trauer. Ja, wartet mal kurz, ich bin gleich da. Ah, okay. Große Seele. Drachenstein. Drakenstein. Das ist also ein Ding, was du verbrennst, ne? Glaube ich, übrigens, ja, oder sowas, ne? Okay. Ich habe meinen Buff drin. Alles klar. Wo ist denn noch was da hinten? Blutschild. Blutschild, ja. Wo bist du? Das war lustigerweise übrigens für meine Waffentrophäe die letzte einzigartige Waffe, die mir noch fehlte. Das Schild. Ja, sowas Billiges. Leute, das Blutschild. Ich muss ja eben teilen. Stimme. Da lese ich das Schild. Schildi, wo bist du? Da. Das Blutschild wurde in den verlorenen Legenden erwähnt. Ja, also nicht die verlorenen Legenden. Das Rot des Blutes ist verzaubert und Macht gewährt verschiedene Resistenzen. Okay, irgendwie ist der Text so, sehr komisch übersetzt worden, aber egal. Oh, Invasion. Oh, noch eine. Dieser heißt Tor 1001110011 oder so ähnlich, war der Nick. Ich tue so, als ob ich kein Magier wäre. Da. Das ist eine geile Idee. Ich habe irgendwie Angst. Mach mal das Schild zucken, Heller, damit er weiß, dass du ein Guter bist. Okay. Diesmal ist Heller dran mit, Das ist übrigens ein Community-Schild, was... Wow! Alter. Ja, okay. Wow! Guter Schaden. Ich glaube, das war ein Daddy, ne? Ja, das ist ein Daddy. Sehe ich sofort. Okay. Da hattest du keine Chance, Heather. Wieso? Das ist kein Thema. Weil, also, der hat so einen dieser PvP-Builds, die halt wirklich nur darauf aus sind, dich zu stunlocken. Ja, ich war auch noch irgendwie gefühlt noch in der Animation, als er das zweite Mal zugehauen hat. Naja. Sobald er dich einmal mit dem Schwert erwischt hat, bist du weg. Und dadurch, dass es ein Chaos-Schwert ist, macht so unmenschlich viel Schaden, dass du gar keine Chance hast. Ich hätte vielleicht doch sofort schon meine Zauber raushauen sollen. Und ich wollte ihn ein bisschen überraschen damit. Naja. Der einzige Nachteil im Prinzip, den dieser Bild hat, also der Bild hat durch die Riesenrüstung super viel Poys und durch das Schwert halt die anderen Vorteile, die ich gerade erklärt habe. Die Nachteile, die er hat, ist dadurch, dass er in zwei Hände versucht, ist er relativ einfach zu parieren. Ist aber riskant, weil wenn du von denen erwischt wirst, dann bist du halt im Stunlock und auf jeden Fall tot. Und der andere Vorteil ist, viele, die diesen Bild benutzen, die rennen einfach los und schlagen einfach ohne viel nachzudenken los und in der Hoffnung, dass sie den Gegner erwischen. Und wenn sie aber den Gegner nicht erwischen, ist ein Zweihänder sehr, sehr einfach mit einem Backstep zu punishen. Mhm. Du hast relativ viel Zeit, wenn er daneben schlägt, hinter ihn zu gelangen und ihn zu backstepen. Ich habe ja bei der einen Session mit dem Profi-PvPler schon gemerkt, dass das Hardcore-PvP in diesem Spiel mir überhaupt nicht gefällt. Weil das einfach nur auf Ausnutzen der Game-Mechanik basiert und deswegen. Richtig. Aber gut, er hat's gut gemacht, genau. Ne? Er hat gut gekämpft, er hat gut ausgenutzt. In Dark Souls 1 ist es einfach nur pervers mit den Backstabs und so. Also das ist in Dark Souls 2 und in Dark Souls 3 ist es noch ganz anders. Der weitere großer Vorteil von diesem Build, den der Typ gerade eben benutzt hat, ist halt, er braucht nur 16 Stärke und... Moment. Ich hab den Zweihänder hier. Er braucht nur 16 Stärke und 10 Beweglichkeit, um den Build richtig machen zu können. Stimmt, dann kannst du schon Low-Level machen, diesen Build. Ja. Und an alles andere liegt er in Vitalität und in Belastung. Vorsicht, Gift. Ja. Ah. Ich mach das mal kurz bei mir weg. Genau, Beweglichkeit, damit er halt den Nachteil mit den Backstep-Punishen, was ich gerade gemeint habe, ein bisschen ausgleichen kann. Wir müssen hier noch ein Item holen. Da ist noch auf links auf dem links ist ein Item versteckt. Ja, keine Sorge, gibt's noch viele Orte, an denen wir noch nicht waren.
das Gift kommt irgendwie trotzdem. Tja. Obwohl Nuki und ich jetzt definitiv ein Feuer gemacht haben, komisch. Bei denen kam jetzt kein Gift. Wie kommen wir denn da hinten hin zu dem Item, was ich gerade runtergedoppt habe? Nur Geduld, junger Padawan. Später. Okay. Nein, ich habe keine Geduld. Es ist ein Item, Mann. Das muss jetzt gelootet werden, sofort. Ich will das haben. Vielleicht steht interessante Lore-Information darin. Genau. Können eigentlich direkt hier weiter, ne? Erstmal mal sehen. Ich kenne das Gefühl. Ich brauche die Lore. Gib mir Lore. Ach ja. Was höre ich gerade? Ich hab Angst vor dem Geräusch. Hallo? Bist du böse? Ah, stirb! Nimm das! Und das! Macht nichts! Und das! Das stirb! Müssen wir jetzt irgendwann mal runterschmeißen, damit wir da langkommen? Nö, muss man nicht. Oh. Jetzt kannst du ja durchlaufen. Ach! Geil. Oh, steht auf. Hä, warum steht das Ding einfach auf? Weil ich einen Sprungangriff drauf gemacht habe. Ah, stimmt. Aber das bringt uns letztendlich nichts, weil wie du siehst, dahinter ist die Brücke eh vorbei. Ah, nee, wir können ja, aber du kannst hier runter. Aber damit können wir nur skippen, das brauchen wir nicht zu machen. Ja, was Luke jetzt gemacht hat, ist im Prinzip ein Skip. Der alte Skipper. Skipper. Aber wir wollen jetzt den vernünftigen Weg öffnen. Es bekommt im Gaming ganz neue, neue Bedeutung, das Wort Skipper. Skipper? Ja. Ah, ich liebe dieses Spiel. Es ist echt toll. So, der Weg, der nämlich unter die Brücke führt, das ist das große Metalltor. Aber ich glaube, wir haben vorhin schon festgestellt, dass es verschlossen ist. Ja, wir können nur für den Nebel hier gehen. Ja, so viel kann ich auch schon mal sagen, das Metalltor kann man nicht von hinten öffnen. Also wären wir jetzt, hätten wir den Skip gerade verwendet, dann wären wir nicht zurückgekommen. Oh, hey, Phalanx. Wir kümmern uns mal um Phalanx. Boah, die halten richtig was aus. Wow, und machen heute Schaden. Ja, erinnerst du dich nicht mehr an den Phalanx-Kampf? Die musst du von hinten angreifen. Ich weiß. Ich will aber gerade erstmal weg, damit ich mich heilen kann. Oder mit Feuer. Geil, wie schnell das stirbt, ey. Ja, klar, mit drei Leuten. Das ist kein Wunder. Kann man den Phalanx-Boss-Kampf damals echt zu zweit machen? Ja, ne? Das war der zweite Boss. Weiß ich nicht mehr. Na, Phalanx war der erste richtige. Ja. Phalanx musstest du ja machen, damit du überhaupt aufleveln konntest in Demon's Souls. Stimmt, der Koop wurde erst danach freigeschaltet. Nuki, deine HP fällt irgendwie. Achso. Ja, ich bin gebufft. Richtig. Stimmt, du hast erst danach die Menschlichkeits-Items da bekommen. Wie hießen die noch gleich? Diese Steine. Oh, hier geht's runter im Brunnen. Aber du konntest schon vorher Koop machen. Wir können ja den Brunnen zuletzt machen. Wir gucken uns erstmal um, oder? Ja, ich bin gerade am Suchen. Ich meine, dass erst ab der Phalanx, also es ist auch so gemacht, dass glaube ich auch im Nexus dieser Stein, der erste, der ist erst dann gespawnt oder beziehungsweise du kamst erst dahin zu dem, der war ja unter dem, unter diesem weisen Jungen, wie auch immer der noch gleich hieß. Und du kamst in das Gebiet erst, nachdem du diesen ersten Boss gekillt hast. Ich weiß nur zu 100%, dass du als erstes Phalanx machen musstest, um überhaupt aufzuleveln bei der Maiden in Black. Richtig, du musst, also am Anfang stirbst du so oder so, entweder halt am ersten Boss, diesen kleinen Asylum-Demon-ähnlichen Gegner, oder an dem großen Drachen, was hätte ja passiert ist, der ist ja in den Drachenkönig dann gestorben. Und danach hast du erstmal keine von diesen, ich hab vergessen, Aushöhlungs-Umkehrungs-Items. Ja, von diesen Augen. Genau, richtig, ja. Diese Augen. Ich habe gerade eine neue Pyromantik gefunden, die nennt sich Säureflut. Ah, sehr schön. Diese Gegend hier, ne? Als ich das erste Mal hier rumgelaufen bin, hatte ich so viel Panik, weil es sah so aus, als würde das hier irgendwie einkrachen oder sonst irgendwas. Ich bin hier echt ängstlich durch die Gegend gelaufen und hatte die ganze Zeit mein Schild oben, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, vielleicht passiert irgendeine Scheiße. Das Schild hier hilft ja auch super, wenn der Boden wegbricht.
Sehr schön, top. Ja, aber es hätte auch ein Drache sein können, der auftaucht oder sonst irgendwas. Ja, aber mit irgendwas habe ich gerechnet. Das Spiel kann schon sehr gemein sein. So, schauen wir irgendwie zur Sorgeflut an. Also von Angie selbst, der im großen Sumpf als Ketzer geächtet, erschaffene, einzigartige Pyromantie für Sprühtwaffen und Rüstung fressende Säure. Nicht die Pyromantie fand ihren Ursprung im großen Sumpf. Es wird sich erzählt, dass unbekannte Pyromantien unzählige Länder bewohnen. Dieser Fluch ist das Werk eines solchen. Selbe Beschreibung wie bei der Nebelwolke. Oh! Wir haben ein Folgenende rein! Fox? Oh wow! Eine sehr PvP-lastige Folge. Ja, so. Doch schon. Dann sehen wir uns auf YouTube in der nächsten Folge wieder. Übermorgen auf Twitch geht's gleich sofort weiter. Nicht den Kopf verlieren. Ciao. Nicht den Kopf verlieren.